Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte in Christus, wir haben in der ersten Lesung gehört, dass Gott keinen Namen von sich sagt, sondern zu Mose nur sagt, ich bin der, der für euch da ist. So könnte man wörtlich übersetzen. Gott hat keinen Namen von sich gesagt, damit wir ihn nicht allzu menschlich auffassen. Darum heißt es auch im ersten Gebot im Alten Testament, du sollst dir von Gott kein Bild machen. Man soll also Gott nicht nach menschlichen Maßstäben sich ausmalen. Es geht nicht um ein Bild bloß in Form eines Gemäldes, sondern es geht um das Bild im Kopf, das wir uns allzu leicht machen. Es geht darum, dass wir uns kein falsches Bild von Gott machen. Zum Beispiel, dass man sich Gott so nach eigenem Geschmack zurechtlegt, nicht wie er wirklich ist, sondern wie er mir passt. Früher, so sagt man, hätte man oft übertrieben und Gott als den strafenden Gott dargestellt und gleich immer von der Hölle gesprochen und so weiter. Heute ist auf jeden Fall das andere Extrem, dass man Gott so als den lieben, guten, alten Opa hinstellt, dem eigentlich alles egal ist, der zu allem Ja und Amen sagt, bei dem alle in den Himmel kommen. So ein Gott, dem alles egal ist, der dann schließlich auch den Menschen egal ist. Oder dass manche Gott so empfinden als einen, der einem das Leben einschränkt, der einem die Freiheit nimmt. Manche haben so als Kind so ein Gottesbild vermittelt bekommen und haben daher ein Leben lang Probleme mit dem Glauben, weil dieser Gott ihnen eigentlich unangenehm ist, lästig ist. Also wir sehen schon, falsche Gottesbilder sind keine Nebensache. Sie sind ganz entscheidend für unser Leben und unser Glaubensleben. Und je nach Gottesbild hat man auch eine andere Lebenspraxis. So möchte ich mit Ihnen ein bisschen betrachten jetzt, anhand der Lesung und des Evangeliums. Wie ist Gott im Hinblick auf uns, auf unser Leben? Und haben wir vorhin von Jesus das Gleichnis vom Feigenbaum im Weinberg gehört, der keine Frucht bringt. Und schon 3 Jahre kommt der Herr und schaut nach, ob der Baum Feigen hat. Und es war wieder nichts. Und da sagt er, hau ihn um, was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Wir wissen natürlich, mit dem Herrn des Weinbergs ist Gott gemeint. Was heißt das eigentlich? Für uns, für unser Gottesbild. Gott lässt jedem eine Chance, heißt das zunächst einmal. Jeder hat genügend Gelegenheit, gute Früchte zu bringen. Wir würden sagen, jeder bekommt genug Gaben und Gnaden von Gott, um das ewige Leben, das ewige Glück zu erlangen. Und das müssen wir nützen in jeder Sekunde. Gott hat eine lange Geduld, 3 Jahre. Hat es geheißen, ging er immer wieder hin, ob er nicht Frucht bringt, der Baum. Das heißt für uns jetzt in der Fastenzeit, dass wir da uns wieder neu bemühen, gute Früchte zu bringen. Dass wir die Gutmütigkeit Gottes anerkennen und sagen, Mensch, ich darf das nicht ausnützen. Ich will diese Fastenzeit nützen. Denn irgendwann ist die Zeit des Lebens vorbei. Morgen können sie schon vorbei sein. Und dann will ich gute Früchte gebracht haben. Vielleicht ist es heute meine letzte Chance. Gott ist es nicht gleichgültig, wie wir leben. Er liebt uns unendlich, aber weil er uns liebt, schenkt er uns die Freiheit. Und durch diese Freiheit will er uns nicht zwingen zum Guten. Er lässt uns schweren Herzens auch das Böse tun. Und er akzeptiert aus Liebe zu uns auch unsere negativen Entscheidungen. Es ist für Gott schmerzlich,
Aber er muss auch akzeptieren, dass einer sich gegen ihn entscheidet. Meine Lieben, eine Hölle muss es allein schon deswegen geben, weil Gott uns die Freiheit lässt. Sonst müssten ja alle in den Himmel kommen. Dann wären wir im Grunde nicht mehr frei. Jesus verkündet also ganz klar einen Gott, der uns liebt, der uns die Freiheit gibt. Und diese Freiheit müssen wir zum Guten nützen. Irgendwann ist die Zeit der Umkehr vorbei. Das Zweite, was wir aus dem Evangelium sehen, das ist auch ein sehr bemerkenswerter Aspekt von Gott. Es heißt, dass der Weingärtner dann sagt, lass ihm noch eine Chance. Ich will den Boden aufhauen, auflockern und düngen. Vielleicht bringt er doch noch Früchte. Das heißt für unser Gottesbild, Gott ist keine Maschine. Er ist lebendig, er ist eine Person. Er ist wie ein guter Freund zu uns, der auf uns reagiert. Gott ist kein Automat, er lässt uns mitwirken am Heil der Welt, am Heil jedes Einzelnen, denn er liebt uns. Und die Liebe gibt Anteil an dem, was man hat. Und daher haben wir eine große Macht. Gott reagiert auf uns, wir haben Einfluss bei Gott. Es ist eigentlich ein erschreckender Gedanke, meine Lieben, dass von uns das Heil anderer Menschen abhängt. Der Papst Pius XII. Sagte das einmal. Es ist eigentlich zum Erschrecken, wenn man daran denkt, dass das Heil von Mitmenschen von mir und von dir abhängig ist. Weil du vielleicht zu wenig für ihn gebetet hast, weil du kein Opfer für ihn gebracht hast, weil du ein schlechtes Beispiel gegeben hast, geht der und der vielleicht verloren. Wir haben also eine große Gebetsmacht, die wir nützen sollen, eine große Verantwortung. Und das sollen wir in der Fastenzeit jetzt auch wieder ernster nehmen. Dass uns unsere Mitmenschen nicht gleichgültig sind. So wie dieser Winzer, der zu Jesus sagt, zum Herrn, komm, probieren wir es nochmal mit dem. Und so sollen wir auch beten, lieber Gott, hab Geduld mit dem. Ich bete noch einmal für ihn. Ich bringe für ihn noch einmal ein Opfer und so weiter. Und dann das Dritte, was uns das Evangelium zeigt. Aber nicht nur mit unserem Gebet, mit unserer Fürsprache wirken wir auf Gott ein, zum Heil der anderen, sondern auch durch unsere Taten. Das ist sehr interessant. Es heißt nämlich, der Winzer verspricht, ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte, wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Was heißt das, den Boden auflockern und düngen? Das heißt doch zum Beispiel auflockern, Verhärtungen lösen bei anderen Mitmenschen durch ein gutes Gespräch, durch Zuhören, durch ein gutes Beispiel, durch ein liebevolles Aufzeigen, warum Jesus mir etwas bedeutet. Dass ich also dem anderen ein positives Gottesbild vermittle. Denn jeder Mensch will das Glück, jeder Mensch will einen Vorteil. Und er muss das Gefühl bekommen, dass es ein Glück ist oder ein Vorteil ist, gläubig zu sein. Das ist ganz wichtig, dass wir so etwas unseren Mitmenschen, die sich im Glauben schwer tun, vermitteln. Es ist ein Vorteil, am Sonntag in die Kirche zu gehen, nicht eine Last. Es ist ein Vorteil zu beten, nicht eine Last. Was vermitteln wir da den anderen? Und das Düngen? Das heißt doch, dem anderen Glaubenskraft zuführen, durch ein aufmunterndes Wort. Und das geht schon ganz im Kleinen an. Ich habe früher in den Pfarreien immer den Leuten gesagt, wenn einmal einer in die Kirche wiederkommt, dann nicht dumm anschauen und denken, oh, jetzt kommt der auch wieder mal in die Kirche, sondern
freundlich sein zu ihm und sich freuen. Toll, dass du wieder mal gekommen bist. Das freut mich jetzt. Und so weiter. Glaubenskraft zuführen kann auch bedeuten, dass man, wie schon gesagt, für diese Menschen Leiden und Schwierigkeiten aufopfert. Die Resel von Konnersreuth, diese Mystikerin, die doch die Wundmale Christi hatte und alle möglichen Gaben außer übernatürliche hatte, diese Resel von Konnersreuth, die viel gelitten hat, die hat einmal gesagt, durch Leiden werden mehr Seelen gerettet als durch die besten Predigten. Also ich rette bestimmt nicht so viele durch meine Predigten wie der eine oder andere von uns durch sein gutes Beispiel, durch sein Opfer, das er für andere bringt. So können wir den Boden bereiten. Freilich liegt es dann immer noch an der freiheitlichen Entscheidung des anderen, ob er diese Gnadengaben aufnimmt, die Gott ihm dadurch schenkt, durch unser Düngen und Auflockern, ob er Früchte bringen will oder nicht. Aber dann haben wir wenigstens getan, was wir konnten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben ein bisschen versucht, ein rechtes Gottesbild zu bekommen aufgrund des heutigen Gleichnisses vom Winzer und dem Wein und dem Feigenbaum. Wie ist Gott im Hinblick auf uns, haben wir uns gefragt. Es ist wie in einer Freundschaft. Wenn wir einen freundschaftlich lieben, dann erwarten wir, dass dieser unsere Liebe erwidert. Und Gott erwartet auch von uns, von jedem Menschen, dass seine Liebe erwidert wird. Unsere Lebensführung ist Gott nicht gleichgültig. Jeder muss die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen, weil Gott uns die Freiheit lässt. Und es ist eigentlich ein erschreckender und zugleich wunderbarer Aspekt von Gott, dass wir mitwirken dürfen am Heil der anderen durch unser Gebet, aber auch durch unsere Taten, durch unser Auflockern und durch unser Düngen, durch unsere Energie zuführen, Glaubenskraft zuführen. Amen.